Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir denn heute? Guten Morgen, ja, natürlich. Du weißt, ich finde es immer spannend, Zeitungen zu lesen, weil da kann man unheimlich viel über Jobs to be done lernen, wenn man eben Geschichten anders liest. Okay. Der Tagi hat eine sehr spannende Geschichte gehabt über die Bedeutung des Bargeldes. Mm. Genau. Die Schweiz erlebt einen nie gesehenen Bargeldschwund. Und das Spannende war ja, dass der Tausender, der in der Schweiz sehr, sehr beliebt war, nämlich... Das habe ich in der Hosentasche, also damit geht's. Ja, 50 Millionen Tausender sind draußen. Okay. Und es ist hochspannend gewesen, die gingen weg wie warme Semmel und plötzlich sind 13 Millionen von diesen Tausendernoten wieder zurückgegeben worden. Und da fragt man sich natürlich, warum? Wenn man den Job-to-be-done-Ansatz hat, dann versteht man das natürlich relativ gut, weil mit einem Tausender zahlst du ja nie, oder? Es sei denn, du bist so ein kleiner Mafiosi wie der Kollege hier, Jörg, der hat immer einen Tausender in dem... Nee, oder ich bin Josef Ackermann, der auch... Ich habe das Interview mit ihm gelesen und er trägt ja nicht nur die 4000 Franken teure Uhr, weil die teuren reißt man ihm ja schnell vom Arm und er hat immer nur ein bisschen Bargeld fürs Trinkgeld. Also so Trinkgeld hat er 150 Franken in der Hosentasche. Es ist eben immer die Frage, eben, welchen Job möchtest du lösen, wo? Weil es kann ja auch sein, dass du in der Behörde, wo du einfach einen Bauantrag früher in gewissen Ländern gestellt hast, einfach immer so ein Tausender verloren hast. Mhm. Ja, also eben, the job to be done ist ja das Spannende. Nein, in dem Fall geht es natürlich um was ganz Einfaches. Wenn man Negativzinsen auf seinem Konto bekommt, und das hat man ja bis vor kurzem bekommen, dann war die Frage, ja, wie kann ich Werte aufbewahren? Mhm. Und Werte aufbewahren war einer dieser verzweifelten Versuche, sind natürlich, dass ich in irgendwelche Kryptowährungen hineingehe. Nur mal, die schwanken auch relativ stark. Dann habe ich diese Goldthematik, die muss ich über einen Tresor finden. Oder der einfachste Weg, es gibt nämlich keinen anderen Gegenstand, der außer wahrscheinlich Diamanten, der so viel Wert hat für so wenig Volumen wie die Tausendernote der Nationalbank. Das heißt also, wenn du mal so... Ich meine, das passiert uns beiden ja andauernd, so mal 5 Millionen nicht mehr auf dem Konto haben möchtest, weil der Negativzins bezahlt werden muss. Schicksal gewesen, kannst du ohne Probleme wahrscheinlich in ein kleines Milchfach in deiner Bank die 5 Millionen einzahlen, also reinlegen. Und das ist eben der Weg, wie es zurückgeht. Und natürlich der andere Grund, warum Bargeld weiter zurückgeht, ist natürlich der zweite Job, nämlich der, dass ich Werte transferiere, nämlich was kaufe und dafür natürlich irgendwelche Zahlungen auslöse. Und das ist natürlich durch diese ganzen digitalen Zahlungsmöglichkeiten, wo hinten Kreditkarten stehen, eben entsprechend gelöst worden. Trint lässt grüßen für die älteren Damen und Herren. Andere machen es eben mit Apple Pay oder wie sie auch alle heißen. Aber es ist hochspannend, dass diese Aufgaben eigentlich immer gleich bleiben. Nämlich Wertaufbewahrung und Werttransfer. Aber wie wir das in der Zukunft lösen, ist natürlich noch was anderes. Und dann auch die Frage, darf ich in der Zukunft noch anonym zahlen? Mhm. Ja, weil, wie heißt das immer so schön, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Das ist nur eine kleine Klammer, die ich aufmachen wollte, weil das so ein schönes Beispiel ist, wie spannend es ist, eben nicht in Produkten zu denken, sondern welche Aufgabe löst dieses Produkt beim Kunden? Das wäre ein schöner Claim für Twint, ne? Weil das habe ich gemerkt, letztens habe ich dann auch... Das habe ich gesagt, dass das ein Claim wäre. Also du merkst, meine Gehirnzelle ist schon wieder frei. Sozusagen, ich habe nie einen Speicher, sondern so ein Overflow. Ja, es kommt und dann vergesse ich schon. Was habe ich denn gesagt? Als Claim gleich. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Das finde ich was sehr, sehr schön. Ja, aber das ist ein ganz Klassiker. Also der kommt wirklich nicht von mir. Nein, nein, das ist natürlich leider auch unter Reichsbürgern sehr beliebt. Und da kommt ja ganze Hassbewegung, wenn dann nur noch digitale Möglichkeit... Also, das ist ein heikles Thema. Ja, dann lassen wir es. Also der Reichsbürger, das ist nicht so mein Thema. Aber grundsätzlich wollte ich ja heute mal mit dir über ganz was anderes sprechen. Also abgesehen davon, liest man noch Zeitung oder nicht. Und zwar etwas, was auch immer wieder jetzt in meinen aktuellen Kursen immer so gegen Ende wieder ansteht, ist ja das Thema Kundenrückgewinnung. Das ist ja ein Thema, auch gerade im CRM, in meinem CRM-Kurs gibt es ja Kundengewinnung, Kundenbindung, Cross-Selling, Upselling, Kundenrückgewinnung.
Und da wollte ich mal mit dem Meister der Geschäftsmodelle drüber sprechen. Spielt denn das bei dem Geschäftsmodell gerade auch am Anfang? Wie siehst denn du auf das Thema Rückgewinnung? Kann ja sein, ich komme was auf den Markt und vergraule dann ein paar Kunden am Anfang. Ist das überhaupt ein Thema? Wird das jemals ein Thema? Und wie ist deine Erfahrung mit Kundenrückgewinnung? Ich finde, das sind sehr, also deshalb wichtig, weil man ja schon eigentlich einen Kontakt hat. Es ist immer die Frage, warum hat man diesen Kunden vorher verloren? Ja. Also wenn ich im Streit gegangen bin und ich komme dann mit dem gleichen schlechten Produkt, was ich vorher hatte, dann brauche ich über Kundengewinnung gar nicht nachdenken. Sondern für mich ist es natürlich immer die Frage, welche Value Proposition habe ich? Hat die sich geändert? Ja. Habe ich jetzt plötzlich ein Angebot, wo ich sage, boah, das ist ja genau, was ich eigentlich schon damals kritisiert habe. Das heißt, spannend wäre, wenn ich Kundengewinnung wirklich aktiv betreiben würde, auch den Kunden, der weggeht, mal interviewe, warum ist er denn weggegangen? Also, dass ich dort eigentlich schon in meinem CRM eine Klassifizierung fortnehmen würde. Zum Beispiel ist es ja was anderes, wenn ich wegen Heirat meine Haftpflichtversicherung jetzt nicht weiter fortführe, weil ich eine gemeinsame habe und vielleicht hat meine Frau mehr Interesse daran, diese abzuschließen, weil ich die ja als Paar mache, dann bin ich natürlich offen, wenn irgendwann ein gutes Angebot kommt. Oder bin ich im Streit gegangen, weil ich einfach dachte, was für Double sind die? Oder sie konnten gewisse Features nicht anbieten. Aber da merkt man natürlich, ist das in einer Massengeschäft, wo eigentlich der einzelne Kunde keine Rolle spielt, überhaupt relevant? Ja, weil ich war mal jetzt bei Sunrise und ihr erinnert euch, ich habe sehr lange gebraucht, um von denen loszukommen. Wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich einfach etwas von denen angeboten bekomme, was ich übrigens überhaupt nicht mehr brauche? Ja, also seitdem ich umgezogen bin und das Kabel meiner Deckanlage, also meines Festnetztelefons, was aber drahtlos ist, ja auch ein Widerspruch in sich, durchgeschnitten habe, kann ich eigentlich Festnetz nur noch über mein Handy annehmen, aber das funktioniert nicht so richtig. Aber keiner hat sich je irgendwie beschwert. Also wenn man mir jetzt Festnetz anbieten würde, würde ich sagen, gibt's das noch? Das ist schön, weil ich hatte gerade vorgestern ein Telefonat mit meinem Vater, der jetzt erstmal mir über die letzten Wochen empfohlen hat, nochmal ein Festnetztelefon einzuführen, damit er mich besser erreichen kann. Um dann, weil er mit der Deutschen Telekom doch etwas jetzt genervt war, mir zu sagen, dass er für sich jetzt entschieden hat, nur noch mobilfunkmäßig erreichbar zu sein und das Telfestnetz abgestellt zu haben. Das sind so Momente, wo man, wenn man der Sohn ist und ihr jetzt ja selber auch Vater und sieht, wie viele Windeln man da pro Tag wechseln muss, wo man dann jetzt nicht drauf reinhackt in die Kerbe. Aber es war so ein Moment, wo ich doch innerlich ein bisschen arg schmunzeln musste. Naja. Ja, eben. Manchmal sind Eltern absolut brillant, weil dein Vater hat es ja begriffen. Mhm. Er hat aber auch begriffen, dass es sehr teuer ist, wenn ihr auf eine Mobilnummer im Ausland anruft, weil wir sind ja eben nicht EU-Mitglied. Was mich dann wundert, dass er einfach noch nicht eine andere Lösung gefunden hat, weil man kann ja genauso gut über WhatsApp angerufen werden, über die Voice. Ja, ja, das ist WhatsApp ist Teufelszeug. Da sind wir jetzt wieder bei Reichsbürgern. Also wenn du meinen Vater anfängst, gut, jetzt war es zu philosophieren, aber du kannst auch mit Trema, es gäbe ja auch die Variante für die etwas östlich Orientierten, da könnte man dann wahrscheinlich mit irgendeiner russischen Software telefonieren. Es ist ein generelles Thema. Also generell ist alles, was auf dem Handy passiert, außer das Anrufen des Teufelszeug. Das hat jetzt gar nichts mit okay, der Software. Aber da merkt man, gut. Da merkt man, Schizophrenie bei gewissen Kundensegmenten kann man akzeptieren und muss auch nicht 100% rückgewinnen. Wir sollten wieder zum Thema zurück. Genau. Also eben, für mich wäre es wichtig, aus Geschäftsmodell-Sicht, dass man auch, wenn man dann wieder eine Rückgewinnung macht, entweder wirklich eben die nicht zu spammt, sondern irgendwie so ein Fenster oder Window of Opportunity nutzt. Ja, dass man zum Beispiel weiß, das Auto hat eine gewisse Alter und sagt, hey, wenn du ein neues kaufst, übrigens, wir haben da ein neues Angebot oder wir haben jetzt eben so ein Dongle, dass du nicht mehr nach Pauschalen deine Versicherung zahlst, sondern mit gemessenen Kilometern. Also, dass es auch irgendwo in der Ansprache ein Alleinstellungsmerkmal drin ist, wo man sagt, ja, das ist ein Ansatzpunkt einer Konversation.
Okay, aber dann sind ja schon 99% aller Kundenrückgewinnungsmaßnahmen, die zumindest ich erlebe, schon mal raus, weil das Einzige, was da kommt, hier kriegst du einen Rabatt. Aber ich möchte es mal systematisch... Ja, da bin ich natürlich so, okay, also ja. Ja, das ist so. Ist das jetzt, eure einzige Kreativität, die ihr habt? Es ist Rabatt. Wenn man den Rabatt nicht kann, kann man nichts im Leben. So, ich möchte es mal durchgehen. Also es ist natürlich B2C jetzt einmal so bei Sunrise oder einzelne von uns kann man ja vielleicht machen oder Versicherungen, die versuchen es ja, ob das so erfolgreich ist, hingestellt. Jetzt so ein B2B-Ding. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist jetzt so ein kleines, klassisches Schweizer KMU und hast so, nehmen wir mal wieder Automobil, hast so die Daimler BMWs vor dir und du verlierst jetzt Daimler. Ne? Hast insgesamt vielleicht nur überhaupt 50 Kunden weltweit. Dann ist natürlich Kundenrückgewinnung ein Riesenthema. Ne? Also für solche Firmen in so einer Kundenstruktur. Für mich ist Kundenrückgewinnung halt immer dann spannend, wenn ich natürlich eine kleine Kundenanzahl habe. Aber sobald. Also du bist jetzt ein sehr lustiger, wenn du sagst, ich habe BMW und Mercedes als Kunde und da gäbe es noch 50 andere. Die ja, habe ich doch Branche gesagt, ist, MG. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Guck, oder wie schaffe ich es eigentlich, in neue Kundensegmente reinzukommen, die vielleicht spannender sind, nicht die Arroganz haben, mit dir so ein Spiel zu machen? Weil eine Daimler, was du natürlich immer angucken kannst, und ich meine, wir hatten ja auch schon über Squirio gesprochen, du kannst natürlich auch bestehende oder Kunden oder auch deine alten Kunden überwachen mit AI. Also überwachen heißt einfach, dass du einen Agenten setzt. Und zum Beispiel guckst, gibt es dort Klagen in dem Bereich? Siehst du irgendwelche Qualitätsmängel? Und dann natürlich auf dieses Qualitätsmängel entsprechend aufspringst. Mhm. Ja, dass du dir sauber ein Trigger-System in deinem CRM gesetzt hast, was dir dann diese Aufmerksamkeit auf dieses Konto wieder lenkt. Ja, das haben wir ja mehrmals gemacht. Und, ich glaube, da haben wir uns dieser Herr Lopez, der Costcutter, der ist da durchgefetzt, hat alles billiger gemacht. Einige haben hoffentlich nicht mitgemacht, sind rausgeflogen. Ja, und dann ging die Qualität runter. So, und dann ist einfach genau die Frage, wenn man Lob ist, wird man nicht nochmal verhandeln müssen. Ja, der ist ja, aber also dann entlassen wurde, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, im B2B diesen Markt zu bearbeiten. Aber nicht im Sinne eines Sales-Approaches, sondern eines Relationship-Approaches, dass die Leute informiert werden bezüglich der Sachen, die man macht. Das haben wir zum Beispiel mal bei Bankensoftware gemacht. Wir haben einen Case verloren, haben aber natürlich die Bank, die wir verloren haben, weiter zu Anlässen eingeladen, wo unsere Kunden erzählt haben, was sie für Projekte gemacht haben und irgendwie 5 Jahre später sind sie dann gekommen. Mhm. Ja, aber das ist, man geht also weg. Ich finde diesen Harz, also du hast bewusst ja nach B2B gefragt. Und wenn ich wenige habe, dann muss ich mir jeden Kunden genau überlegen, was habe ich jetzt für eine Sales-Taktik in dem. Und ja, gewisse Fenster schließen sich und dann muss man eben sich überlegen, wann öffnen sie sich wieder und wie kann ich bis dahin eigentlich Beziehungsmanagement aufbauen. Genau. Aber für mich geht es halt nochmal drum, jetzt einfach, ich fange vielleicht so mal an, ich habe ja Akquise und habe ja Bindung, Upselling, Cross-Selling und Rückgewinnung. Das sind ja, oder dann vielleicht noch Churn, also Verhinderung, dass sie überhaupt gehen, je nachdem, also so 4, 5 Aktivitäten. Und mir geht es jetzt nochmal so aus dem Management heraus, wenn ich jetzt da sitze als Manager in der Firma und ich sag mal, ich habe jetzt nicht so einen kleinen Kundenstamm. Nochmal, wenn ich nur 30, 20 Kunden habe weltweit oder im Land, alles ein Thema, dann ist Rückgewinnung hoch auf der Agenda. Aber viele Firmen haben ja mehr Kunden, haben ja Tausende von Kunden, ne? 1000 oder mehrere davon und B2C ja sowieso. Und da stellt sich mir immer die Frage, es ist ja Energie, ich muss ja investieren. Also die meisten gehen ja erstmal wegen dem Preis. Also 60% sind so verärgert oder haben ein Preisthema, wo ich ja entweder dann meine Marge kaputt mache und mich so anstrengen müsste, dass die ja nicht mehr so verärgert sind. Also das ist schon mal betriebswirtschaftlich, da muss es mir überall anders schon sehr schlecht gehen, dass ich so viel Geld reinstecke. Das heißt, ich habe so maximal sowieso nur 40% von den wenigen, die ja gehen. Das sind ja auch nicht 100% meiner Kunden, sondern es ist ja vielleicht so 5% oder 10% maximal. Ich frage immer meine Studenten, die meisten kommen nicht über 5% Kundenverlust. Und davon nochmal die Hälfte, das heißt 2,5% meines Kundenstamms, auf die ich mich fokussiere mit Energie. Und da stellt sich mir immer die Frage, warum mache ich nicht mehr dann im Cross-Selling und in solchen Aktivitäten? Da ist ja der Hebel und die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Geld entsteht, viel, viel größer. Und was ich so spannend finde, in der Praxis sehe ich immer Kundenakquise und Kundenrückgewinnung.
Und das kriegt relativ auch einen großen Stellenwert, das Rückgewinnungsthema. Das ist mir selber gar nicht so bewusst geworden, aber es wird viel mehr in Rückgewinnung gemacht als zum Beispiel in Cross-Selling. Weiß nicht, ob das so bewusst war. Mir war das nicht so bewusst. Ich weigere mich ja da auch immer wieder. Also ich kann äußerst unfreundlich sein, wenn irgendein Sales anruft und mir nichts zu erzählen hat, dann sage ich einfach, bitte nicht wieder anrufen. Man sagt immer, es ist ja immer die Frage, warum man verloren hat. Und ich glaube, der richtige Weg, bevor man da richtig viel Energie reinsteckt, ist sich überlegen, welchen Funnel habe ich und warum habe ich den auch verloren? Genau. Wenn ich also merke, dass auch, also es kann auch gut passieren, dass das Portfolio, welche Kunden ich haben möchte, sich ändern muss. Mhm. Also zum Beispiel im Restaurant, wenn ich nur die Fleischesser habe, die mein Schnipo zwar super finden, das ist so ein Schnelldreher, aber ich weiß, dass da einfach eine extrem geringe Marge bleibt und sie extrem preissensibel sind und ich schaffe, neue Kunden zu finden, die höhere margenhaltige Gerichte bestellen, dann kann ich vielleicht auch bewusst ein Phasing-out der Schnipo-Kunden haben. Sehr gut. Das sprichst du mir aus der Seele. Also alle diese Cordon Bleu, letztens wieder an der, vom Restaurant geparkt, was gibt's da Cordon Bleu, Bratwurst und Dinge, denke ich mir so. Ja, aber sonst, die Marge ist ja auch nicht gut. Also deswegen ist ja immer die Frage, ist Cross-Selling, muss ich die bestehende Kunden? Ich meine, habe ich Finanz- und Rechnungswesen studiert und da wäre ja eher zuerst mal, wen verliere ich? Mhm. Wenn ich natürlich einen hochprofitablen Kunden verliere, der mir die Auslastung garantiert hat und eigentlich habe ich wegen so Pillepalle verloren, dann kann ich mir das überlegen. Aber mein Weg wäre, dass ich eben mir genau überlege, wenn ich einen Kunden verliere, warum und lohnt es sich, den weiter zu bearbeiten. Und wir wissen ja auch, wir können häufig die gar nicht aktiv bearbeiten, ja, sondern ich finde es zum Beispiel extrem lustig, teilweise nur so wie Alumni behandelt zu werden. Mhm. Ja, also McKinsey hat ja auch festgestellt, dass die Mitarbeiter, die nicht mehr bei ihnen arbeiten, ein Riesenwert sind. Mhm. Aber die werden jetzt nicht so bearbeitet im Sinne, ich will Projekte von dir, sondern ihr seid ein Teil einer Elite und wenn ihr ein Problem habt, kommt ihr zu uns. Genau. Aber du hast gerade vorhin gesagt, ich möchte nur mal kurz einen drauf einhaken. Pillepalle, das ist ja das, wo ich mit meinen Customer Experience Gurus immer so hadere. Glaubst du wirklich, dass ein B2B-Kunde, wo jetzt so 5 Leute im Buying Center sitzen, wo es ja um langfristige Geschäftsbeziehungen geht und sagen wir Millionenprojekte, dass die wegen Pillepalle die Kundenbeziehung, also ich meine Erfahrung ist immer die, dass sie bei Pillepalle und bei dem ganzen Experience-Zeug eigentlich sagen, was soll's, es passt schon. Die gehen doch meistens dann, wenn der Preis nicht stimmt oder wenn wirklich gravierend was im Produkt einfach nicht mehr. Also meine Erfahrung ist ja gerade nicht, dass diese Experience und Pillepalle irgendwie betriebswirtschaftlich, die Leute sind, sich einen neuen Zulieferer rauszusuchen, das ganze Ausschreibungsverfahren, die ganze Unsicherheit, das machen doch Qualitätssicherung, das machen die Leute doch nicht wegen dem Erlebnis, sondern das machen sie doch, wenn handfest ist, wirklich so angeschissen sind, dass sie sagen, sorry für die Wortwahl, jetzt reicht's einfach. Und das ist ja das, wo ich auf der einen Seite bei der Custom Experience Gurus da so ein bisschen immer anfange zu zittern, weil ich sage, also nur weil jemand so ein bisschen happy ist im B2B oder im Kontext, bleibt er noch nicht. Und auf der anderen Seite bei der Rückgewinnung, warum Energie in 5% reinstecken, zumal ihr eh keine Daten habt, ihr wisst ja gar nicht, warum er gegangen ist. Also meistens ist es ja immer so, der war halt unzufrieden oder war zu teuer und dann ist ja Akte zu, Fall tot. Eben. Für mich wäre der Fall, wenn ich es machen würde, einfach Erfolgsgeschichten meiner Kunden, den Kunden ins Marketing reinzulegen. Okay. Und immer mal wieder vielleicht ein Call to Action rein, wollen sie mehr erfahren. Aber immer so, dass sie merken, guck mal, die wollen mich gar nicht gewinnen. Aber es kann ja auch sein, also du hast gesagt, ja, der Preis oder irgendwas Fundamentales ist passiert. Gewisse Produkte, gerade in so einem Wandel, liegen ja nicht vor. Früher hat man immer wirklich vom gleichen Autohändler seine Autos gekauft, weil sie sich ja auch nicht differenzierten. Und plötzlich sieht man ja auch neue Marken, das hast du ja immer so schön erwähnt. Ich meine, wenn du dir heute die DHLs in der Schweiz, also die Deutsche Post, die Schweizer Post und so weiter anguckst, das sind alles Elektroautos. Mhm. Und interessanterweise ganz auch Marken, von denen ich noch nie gehört habe. Da würde ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt Sprinter oder Crafter von VW Nutzfahrzeugen wäre, sehr genau mir überlegen, ob ich die aufgeben möchte. Mhm. Aber
ich komme da natürlich nicht rein, indem ich sage, jetzt könnt ihr endlich einen billigeren Diesel kaufen. Den habe ich ja vorher schon beherrscht, sondern ich habe es verstanden, ich war nicht schnell genug für das und jetzt muss ich da rauskommen. Genau. Ich bin einerseits ein Konzeptmensch, aber häufig kommt man an, es hängt davon ab. Mhm. Ja, weil vollkommen richtig, 5% nein, aber wenn ich jetzt die Post DHL verloren habe und die fahren plötzlich mit der Elektromobilität rum, dann muss ich sie wieder zurückgewinnen. Aber es wird natürlich, da muss ich mich auch ändern. Da sind wir beim Punkt, da reden wir nicht mehr von Customer Experience oder so, gut, da rede ich wirklich vom massiven Produkt und oder gleich Geschäftsmodellveränderung. Ja. Und dann ist es ja auch okay, aber dann ist es für mich auch immer richtig aufgehängt. Und für mich, für die, die uns zuhören, dass das einfach nochmal reinkommt, weil wenn wir die Übung im Vertrieb machen, da kommt immer, ja, Kundenrückgewinnung und dann wird da immer so 10-20% als Ziel angegeben und dann sagt man so, ja, das machen wir noch. Da muss ich ja klar machen, das ist richtig immer eine große Veränderung, weil wegen Pillepalle gehen, also nicht die wertvollen Kunden, also ein C-Kunde oder D-Kunde, ja, der geht vielleicht wegen Pillepalle, aber so ein A- und B-Kunde, gerade im B2B-Geschäft, der geht ja nicht wegen Pillepalle und da muss ich mir schon überlegen, ob ich mich verändere. Ich habe jetzt aber nochmal eine andere Situation für dich und zwar, das habe ich am eigenen Leib erfahren und zwar sehr schmerzlich. Ich habe ja mit zwei Kollegen eine Online-Marktforschungssoftware aufgebaut. Und wir haben ja dann auch immer Projekte gemacht. Also wir hatten nicht so diese Fähigkeiten am Anfang wie jetzt bei SurveyMonkey, dass du so eine Jahreslizenz kaufst. So am Anfang haben wir praktisch immer Beratungsprojekte mitverkauft für die Software. Natürlich schon mit der Idee, dass die dann nach dem Projekt die Software selber nutzen und dann eine Jahreslizenz buchen, aber sehr stark über so ein Beratungsprojekt die Software versucht zu vertreiben. Und da war es schon auch so, dass wir Kunden ja verloren haben, also die unhappy waren. Meistens, weil ja jeder Kunde damals auch so Spezialanforderungen hatten. Also beim Reporting braucht dann noch das oder eine gewisse Frageform, die wir nicht drin hatten. Und was ich da gesehen habe, jetzt aus dem Vertrieb heraus, war das, dass die Gefahr besteht, dass man natürlich dann aufs Produktmanagement zuläuft. Jetzt bei Sprinter ist es ein klares, schönes Beispiel. Jetzt reden wir hier aber von einer Software, die halt 3 Millionen Anforderungen pro Tag eh schon hat, die Programmierer kaum hinterherkamen und ich komme aus dem Vertrieb und hau da immer noch mal was drauf, um Kunden zurückzugewinnen. Und das habe ich erlebt, das war ein Riesenfehler damals, weil ich habe dann auch selber als Vertriebler alles noch schlimmer gemacht, weil es viel komplexer und anstatt einen klaren Fokus zu haben, haben wir dann versucht, an allen Ecken rumzuschrauben. Aber das ist ja eine unserer ewigen Diskussionen, die wir haben. Wie viel darf ich mich an den individuellen Kunden anpassen und was ist mein Produkt? Weil ich muss diese Produktionsökonomie, nämlich eine einheitliche Übersicht, muss ich haben. Ja. Und diese Featureitis, die dann eben genau entsteht, wenn jeder kleine Furz da eingebaut werden muss, das ist tödlich. Genau. Deswegen gibt es ja bei großen Firmen, wir nennen hier mal SAP, die entwickeln Software ja nur nicht für einen Kunden, sondern es müssen 5, 6 Pilotkunden sein, damit eben keine individuelle Software rauskommt. Ja. Ja, das ist eben genau, nicht jeder Pieps ist eben relevant. Und deswegen ist ja die Rolle des Produktmanagers eben zu entscheiden, wie es entsprechend welche Features man reinbaut. Und das ist natürlich eng mit der Strategie verbunden, weil Strategie heißt auch immer, was man nicht macht. Und das heißt eben auch, ich mache nicht jeden glücklich auf dem Weg. Mhm. Ja, also diese Orientierung, dass alle immer kundenzentriert das alles für den Kunden machen, für lau, ist nicht die Idee. Sondern die Idee eines Unternehmers oder einer Unternehmerin ist immer, die Bälle oben zu halten, genügend Kunden zu finden, dass man sehr effizient produzieren kann, selber Geld verdient. Und wenn man dann noch gut ist, kann man durch diese Effizienz mehr Kunden finden, die vielleicht sagen, ja, der Feature war gar nicht so entscheidend. Ja, das, aber sonst habe ich Individualsoftware. Einfach, genau. Wir wissen immer, dass wir das Auto nehmen. Das Auto ist einfach ein schönes Beispiel. Stellt euch mal vor, jeder Pups wäre irgendwo Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts in die Autoentwicklung eingeflossen. Mhm. Ja, wir hatten immer, ich möchte mein Lenkrad so haben, ich möchte das so haben. Und dann kam eben das Ford T-Modell. Es sah so aus, wie es aussah. Mhm. Aber dafür eben nur noch für einen Bruchteil der Kosten. Genau. Und das ist auch der Weg. Also ich muss... Es ist nun mal diese 4 Bälle oben in der Luft haben, diese Kundenzentrierung, aber eben finde ich genug Kunden und Kunden immer im Plural,
Habe ich dort eine Positionierung, die auch andere anzieht? Kann ich das auch produzieren? Zu einer Kostenfunktion, dass der Ertrag deutlich höher ist als meine Kosten. Und habe ich die Menschen, die das auch können? Mhm. Ja, du hast es wunderbar auch gesagt. Ja, wir überfordern ja auch ein Sales-Team. Auf was sollen die sich bitte konzentrieren? Genau, das kommt dann noch dazu. Das geht ja wieder in die andere Richtung zurück, genau. Aber das finde ich halt so spannend, dass wir dann so Kundenrückgewinnung als so ein großes Thema haben oder auch dieses verbunden, ja, dieses Churn-Management. Wir hatten letztens den Sascha Alavi, die haben dann auch sowas gebaut in B2B-Unternehmen, um dann mit Predictive AI, welcher Kunde könnte jetzt schon abspringen und sowas. Das finde ich alles nicht verkehrt. Also nicht, dass jetzt die falsche Message rüberkommt. Kann man alles machen. Aber meine Frage ist immer, wie gut ist denn diese Firma im Cross-Selling? Wie gut ist denn diese Firma im Kundenwert steigern, im gesamten Kundenstamm? Das muss ja da schon richtig gut laufen, dass man sich dann noch Kraft und Energie nimmt für Rückgewinnung. Und was ich halt so spannend finde, das ist dann im Cross-Selling meistens richtig schlecht. Und das verstehe ich halt nicht, warum ich 95% vom Kundenstamm so links liegen lasse. Und wir reden immer von Firmen mit einem riesen Produktsortiment und 3 Millionen Möglichkeiten von Cross-Selling und mich dann auf so einen Case kapriziere, weil ich finde es ein bisschen ist vergleichbar wie der Schwangerschaftscase in den Krankenkassen. Ein Kunde, der geht, ist natürlich sehr klar identifizierbar und ist natürlich ein relativ einfacher Prozess, der ist ja gegangen. Ne? Während Cross-Selling, da muss ich mir ja wirklich mal überlegen, ja, was könnten andere Produkte sein und wer ist der Ansprechpartner und was macht da Sinn und was schlage ich vor, wie viel stecke ich da rein, rufe ich einmal an, bringe eine Präsentation. Das ist natürlich Rückgewinnung, gerade wenn ich es dann noch mit dem Rabatt vermache, also ganz simpel. Ja, ich glaube, du hast den richtigen Punkt. Cross-Selling bedeutet ja natürlich auch eine Philosophie haben, dass der einzelne Produkt vielleicht nicht so entscheidend ist, sondern eben das Gesamte. Und ich hatte das schon mal erwähnt, die alte Sony-Philosophie in der Reparatur war, ich repariere jedes Produkt, eigentlich vielleicht ein bisschen sogar unter den Kosten für den Kunden, weil ich weiß, der hat ganz viele Sony-Produkte. Mhm. Ja, damals war Sony in den 80er Jahren so eine Kultmarke und man hatte eben den Fernseher, den Walkman, man hatte die Stereoanlage. Das ist so wie ein bisschen das Apple-Ökosystem gewesen, wenn man da drin war. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Denke, wie ich mein Portfolio schon von vornherein aufbaue. Sind das so vollkommen ohne jeglichen Bezug zueinander Produkte? Mhm. Oder ist Cross-Selling sogar auch im Sinne des Kunden? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine berühmten Kühlschmiermittel wieder verwende, und ist natürlich der erste, sie haben ja eigentlich nichts anderes gemacht, als zu sagen, ja, Cross-Selling heißt, ich verkaufe euch nicht mehr das Produkt, sondern eure Anlagen sind optimal geschmiert. Mhm. Und haben dann ein ganzes Geschäftsmodell aufgebaut, wo sie das eigentlich, das Geschäft ist Cross-Selling. Mhm. Aber sie haben eben nicht mehr Produkte verkauft, sondern das dann als Service gemacht, der aber wiederum skalierbar war. Was ja auch faszinierend ist, Services gelten ja nicht als skalierbar. Ja. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, könnten die zum Beispiel in den Reinigungsanlagen und den Nutzerdaten in den Maschinen ihrer Kunden gewisse Pattern erkennen, dass zum Beispiel die Werkzeuge falsch benutzt werden. Ich meine, was für ein geiles Upselling ist diese Idee denn? Genau. Ja, du gehst also gar nicht im Sinne von, ich verkaufe dir noch was, sondern ich kann dir anhand der Daten schon zeigen, dass du mit meiner Lösung besser bist. Ja. Ja, und das ist Cross-Selling. Ich hoffe, ich bin ja eben, wir haben das Auto, bin ich noch nicht lang genug gefahren, wir nehmen sie mal als Beispiel. Bin ich bereit, im Auto den Tarif von VW zum Laden an Stromsäulen zu akzeptieren. Mhm. Und wenn ich den gut eingebunden habe, macht mein Leben einfacher und der Preis ist nicht überteuert, dann ist das für mich kein Upselling im negativen Sinne, sondern, oh wow, es funktioniert ja. Genau. Ja, und vielleicht nehmen wir das Beispiel von Tesla. Tesla macht das seit 20 Jahren gefühlt, gibt es natürlich noch nicht so lange. Die haben schon immer die Ladesäule als Teil der Elektromobilität gesehen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner in Tesla je von Cross-Selling gesprochen hat. Mhm. Sondern ein Elektroauto funktioniert nun mal mit Ladestellen. Wenn es die nicht gibt, dann baue ich die. Mhm.
Ja, aber das ist ja eine Sichtweise. Ich komme jetzt aus einer anderen Perspektive, und zwar dieses Solution Selling. Ist ja schon älter, oder dann gibt es ja jetzt Challenger Selling und sowas. Also es geht ihr für Begriffe erfindet. Ja, jetzt das, jede Woche wird was Neues Sau durch das getrieben. Aber am Ende ist es, finde ich, eigentlich immer relativ einfach. Ja, aber es ist immer ein rosa Schweinchen und es ist immer eine neue Schlaufe drin. Es ist mal Gold, es ist mal Silber. Also das Schöne im Marketing und Vertrieb ist, dass man auch immer wieder, und das sind auch immer so schöne Schweizer Begriffe. Wie war das? Gelb, Rot und Blau. Blau und Grün. Ja, aber immer, ich sage immer von den besten Landen. Und das haben wir beim letzten Podcast gesehen. Je mehr vom Gleichen, umso besser. Nein, also das muss ich auch ehrlich sagen, Marketing und Vertrieb, das ist auch wirklich, das strapaziert den Intellekt. Das muss man schon sagen. Dieses immer wieder neue Scheißidee, die eigentlich genau das Gleiche ist, bloß mit neuen Begriff drauf. Das ist das Schöne, wenn ich mit dir spreche. Mir fallen so viele Beispiele ein, wo eben genau Leute nicht eine Rückgewinnung gemacht haben, sondern Cross-Selling, aber dieses Cross-Selling so ausgestaltet haben, dass es logisch ist. Ja. Und du weißt ja, ich liebe brutal relevante Unternehmen, die aber langweilig sind, wenn man sie voll aus sind. Eberhard. Sagt der Eberhard? Ich verbinde da jetzt Saustelle mit, aber das ja, ist. Ja, das hast du mir fast gesagt. Eberhard. Genau. Nein, Eberhard. Dieses ganze Unternehmen ist eigentlich eine Weiterentwicklung ihres ursprünglichen Jobs. Sie haben, ja, eigentlich waren das LKW-Vertrieb, um Erde zu bewegen. Okay. Und der Gründer von Eberhard hat einen Bauernhof und da wurde der Zürcher Flug. Guck, hier. Einfache Genie. Sprich mit einem Genie. Ich habe sofort die Assoziation gesehen in meinem inneren Auge. Das ist einfach Universum. Nee, Eberhard ist ein Genie. Ja, okay. Und der Gründer, der, ich glaube, gerade erst gestorben ist, der hat gemerkt, ja, wenn sie mal einen Bauernhof haben wollen, enteignen wollen, und da müssen sie ja viel buddeln. Wo geht's denn mit der ganzen Aushub hin? Ja. Also hat er LKWs gehabt zum Aushub. Okay. Dann hat er gemerkt, ja, da brauchst du ja auch Deponien. Also ist er auch in die Deponie hineingegangen. Ja. Dann war er der Erste, der erkannt hat, ja, vielleicht sollte man doch nicht alles auf Deponien geben, weil, was da unten raussifft. Ja. Und hat jetzt eine Erdwaschanlage gebaut. Die ist aber auch schon seit 15 Jahren in Betrieb. Das heißt, er bietet immer mehr integrierte Ketten Lösungen an. Ja. Und dort kannst du ganze belastetes Erdmaterial waschen. Und das ist absolut faszinierend. Also er hängt einfach immer noch eine weitere Wertschöpfungskette dran. Und natürlich werden seine LKWs den Aushub dahin befördern, aber er hat auch gar kein Problem mehr, solange andere LKWs das an seine Erdwaschanlage bringen. Und das ist wirklich faszinierend. Er hat sich natürlich dann gewisse Teile vom Flughafengelände noch behalten. Und das ist genau unter der Abflugschneise. Also der sitzt unter der Abflugschneise der Landebahn oder der Startbahn. Und das ist ja Hölle laut. Herrlich. Weil da hat er seine ganzen Recyclinganlagen, wo dann aus, also er ist auch zum Beispiel einer der Vorreiter im Recyclingbeton. Dort werden Aus- oder Abbrüche, das sind ja dann dicke Betonteile, wo Stahl, Kies und Beton natürlich gemischt ist, die werden gecrunched, kannst du dir vorstellen, ziemlich laut. Und er stellt daraus Recycling-Kies her. Cool. Ja, und heute ist ein Teil des. Dann ist er natürlich auch irgendwann in die Zement, nicht in die Zementherstellung, in die Betonherstellung gegangen. Und da hat er natürlich einen Recycling-Kies schon für gehabt. Und das Kunsthaus Zürich ist aus Recycling-Kies oder man nennt es sogar Recycling-Beton gebaut worden. Ja, das heißt, ist das jetzt Upselling? Ist das unternehmerisches Denken im Geschäftsmodell? Ich würde jetzt Zweites sagen. Absolut. Diese Familie, ich meine, die ist ziemlich dominant in dieser Branche, weil sie einfach immer diese Opportunity sieht und nicht Cross-Selling irgendwas, was wirklich überhaupt nicht zusammenpasst, sondern das macht alles Sinn. Ja, aber das da bin ich absolut bei dir, weil das natürlich jetzt auch, du musst ja sehen, das sind ja kleinere Angebote, aber ich rede jetzt ja von einem klassischen B2B-Unternehmen, die haben ja tausende von Produkten, ne? Und da geht es mir ja darum, einfach auch mehr dem Kunden als Lösung zu, nicht dem irgendwie jetzt aus dem Sortiment irgend noch einen Scheiß aufzudrücken, so à la Wolf of Wall Street, da verkaufen wir noch einen Stift. Das ist nicht, was ich meine, sondern was ich einfach meine, ist, sich zu überlegen, was könnte der denn sonst noch brauchen? Und dann auch, wie du das sagst, kaufen wir das dann noch zu. Also ja, aber wir haben doch ganz viele von diesen Unternehmen, die genau das gemacht haben. Wird. Der hat mit Schrauben angefangen und heute ist es komplette Supply ja. für Werkstätten.
Ja, aber das ist auch eine der wenigen Firmen, die wie Amazon sich einen eigenen Algorithmus programmieren hat lassen, ein Tablet den Mitarbeitern im Vertrieb hingestellt hat und gesagt hat, okay, ihr könnt nicht Cross-Selling, verstehe ich, bei 15 Terminen pro Tag, pro Mitarbeiter im Durchschnitt, das macht jetzt die Software. Und das ist ja das, was die anderen Firmen alle nicht machen. Und wenn man sich dann überlegt, was das gekostet hat, das sind Peanuts, die Software, ne? Verstehe ich einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Cross-Selling ist oder das tiefste Verständnis für ein Geschäftsmodell, nämlich welche Aufgabe löst du? C-Teile interessiert kein Schwein, das hast du ja am Anfang gesagt, wenn er wegläuft, interessiert es auch nicht. Wie kann ich aber C-Teile so attraktiv machen in der Supply Chain, dass eben das Supply Chain Management rauskommt und eben nicht die Schraube? Nee, das gehört ja noch oben drauf, aber ich sag mal, das grundsätzliche Problem haben ja die Leute, die anderen Firmen haben das auch, dass sie dies in Supply Chain denken, aber sie kriegen es auf dem Alltag. Die Vertriebsmitarbeiter kriegen es nicht umgesetzt. Die denken ja in den Firmen so wie wird, die bauen auch das Produktsortiment so weiter, aber der Vertrieb kriegt es dann nicht auf die Straße. Das ist ja das Verrückte. Es hängt ja dann im Vertrieb. Ich glaube, das ist das Zusammenspiel, wie werden sie intensiviert. Ich meine, die Beispiele haben wir ja genügend. Warte, das ist nicht Incentivierung. Das hat bei Wirt haben sie es versucht mit Incentivierung. Alle Cross-Selling, es gibt so Studien im Cross-Selling. Eine gute Firma kann 30% Cross-Selling heben von dem Potenzial, was sie hat. Ne? Eine gute Firma. Und Wirt hat auch herausgefunden, sie haben es mit Incentivierung und solchen Sachen vorher probiert, dass sie unbedingt so eine Software brauchen, weil bei, ich weiß gar nicht, wie groß das Sortiment ist, ich verwechsel es immer 10.000, 30.000, ich sag mal, ich glaube 30.000 Produkte haben die. Der einzelne Verkäufer schafft es einfach nicht mehr. Das ist zu groß. Also, da bin ich natürlich, also wenn ich sage, Cross-Selling ist nicht eine Person und Incentivierung, sondern auch wie kommt der Kunde zu dem Angebot? Hilti ist ja auch so eine Firma, die stellt Software her, damit der Tunnelbauer schon die Haltung so berechnet, dass fast nur ein Hilti-Dübel reinpasst, die Garantien übernimmt, die Produktivität am höchsten da ist. Das heißt, dort ist es ja nicht die Software, die empfiehlt, sondern die Software hilft dir durch den kompletten Befestigungsprozess. Und wenn sie dann noch, können sie hinten noch 30% oder 30 Jahre Garantie für den Dübel geben, damit das nicht wie in Deutschland passiert, wo eine Lärmschutzwand in Köln umgefallen ist, weil die nicht festgeschraubt war und eine Frau gestorben ist daran. Okay. Ja? Also da merkt man plötzlich, ja, billig einkaufen versus... Ich mag den Begriff Cross-Selling nicht, weil ich immer so das Gefühl habe, da wird mir einfach Sachen verkauft, die ich nicht brauche. Wenn ich aus Kundensicht aber sehe, die lösen mir einfach das größere Problem. Das ist nicht Cross-Selling, sondern ist, oh Gott, danke. Ja, Tesla hat das E-Mobilität oder hat die Mobilität gelöst. Ja, aber und da gehört nun mal tanken, also aufladen mit dem Supercharger, mit der Software dazu und eben nicht. Ich will jetzt nicht von der AMAG angerufen werden und wir haben übrigens noch einen weiteren Tarif. Nee, ich will das in der Software haben, weil der arme Vertrieb kann es ja nicht, wie du richtig gesagt hast, allein wegen der Zeit, sondern die Software muss mir helfen. Ach, guck mal, das geht so, hier kann ich das einrichten. Ich bin mal echt gespannt, ob es so einen Einrichterassistenten bei dem Auto gibt. Ja, weil das wäre ja eigentlich jedes Mal, wenn ich einen neuen Besitzer bekomme, müsste eigentlich ja so sagen, herzlich willkommen, wir richten uns jetzt mal ein. Klar, wir sollten mal fahren. Aber hinterlegen Sie die Kreditkarte, haben Sie das gemacht? Also wer führt mich eigentlich durch den Einrichtungsprozess, dass ich überhaupt auch die Möglichkeit habe zum Upselling? Ich habe es bald, ja. Aber nochmal, der Case ist ein bisschen anderer für mich. Das eine Mal rede ich von einem Produktsortiment von Tausenden von Produkten, die zusammenpassen müssen. Das andere ist ein ganzheitliches Verständnis von meinem Geschäftsmodell. Und das sind für mich schon zwei Unterschiede. Die gehen natürlich in die gleiche Richtung, auch schwer abgrenzbar. Aber für mich geht es ja darum, ich habe 1000 Produkte und möchte ja da dem Kunden einfach noch einen Mehrwert bieten und die nicht vergessen lassen. Ne? Und ich bin ja als einzelner Verkäufer nur für ein gewisses Sortiment zuständig, während der Tesla ja das als gesamtes Ökosystem verkauft, als ganzheitliche Lösung. Das gehört schon beides miteinander zusammen. Aber für mich ist es dann doch nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt über verschiedene Tausende von Schrauben spreche, als mit dem Auto mit einer Ladestation. Moment. Auch diese Schrauben gehören ja in einen Produktionsprozess hinein. Mhm. Das ist ja nicht, also die Schraube an sich ist genau wie du es beschreibst, ja, irrelevant einzeln. Aber jede Schraube, die fehlt, kann riesen Schaden verursachen. Jede Schraube, die einen Produktionsfehler hat und im Produkt nachher kaputt geht, führt zu riesen Schäden. Beim Endkunden, bei dem Kunden, von dem, den du hast. Das heißt, wie kannst du eigentlich deine Schraube in diesen Prozess reinführen? Und das ist, was du verkaufst. Nicht die einzelnen 30.000 Schrauben, sondern die muss irgendwie auf dem Weg deines Verkaufsprozesses beim Kunden ankommen. Oder
Er sagt, hier ist mein neuer Produktionsplan und er macht einen Algorithmus Schwuck und sagt, ja, die Schraube hast du, hier kriegst du 20 zum Ausprobieren. Und wenn du die mehr brauchst, sag mir doch deinen Produktionsplan und dann kriegst du sie in just in time geliefert. Aber das ist nicht ein Mensch, sondern das kann ich ja auch mit einer Maschine dazwischen machen. Mhm. Damit eben nicht diese Komplexität der 30.000 Schrauben einen Menschen dort dazwischen braucht. Da sind wir auf der gleichen Seite. Also da bin ich absolut bei dir. Aber wenn wir dann so das Fazit ziehen zur Kundenrückgewinnung, um da nochmal zurückzugehen. Also deine Empfehlung ist zu sagen, okay, wir haben jemanden verloren, dann müssen wir den wie bei McKinsey als Alumni betrachten und uns die nächsten Jahre Zeit geben. Da bin ich absolut bei dir, ne? Das ist immer die Frage, gelingt mir das? Wie, weil du sagst ja auch, da muss sich ja auch was ändern. Also ich sage halt immer, wenn man Rückgewinnung machen möchte, muss man sich ja klar sein, da braucht, ist eigentlich wie in einer Beziehung, ne? Wenn man seinen Ex wieder zurückhaben will, setzt es ja auch eine gewisse Veränderung voraus. Oder will man das überhaupt? Will man das überhaupt, genau. Also da will das, er sie es. Genau, also das ist immer so für mich das. Und das wollte ich nochmal mit dir besprechen, weil wie gesagt, dieses Rückgewinnung, es ist immer wieder, die Leute, ist wie diese, du sagst ja auch immer, wenn sie die Frameworks haben, machen halt immer so wie Hamster ein Kreuz dahin und sagen, ja, das ist wichtig. Aber wenn man es dann mal betriebswirtschaftlich durchspricht, merkt man eigentlich gerade aus der Vertriebsperspektive, also da muss man als Firma schon relativ viel, viel vorher richtig machen, bevor man sich auf das kapriziert. Wie gesagt, Klammer auf, außer ich habe halt wirklich sehr, sehr wenige oder spezielle Kunden oder in deinem Fall mit der Post auch visible Marken, die ja viel durch die Gegend fahren und dann auch sichtbar sind. Ne? Das sind ja auch Autos oder Gerätschaften, die ja auch im Alltag sehr, sehr sichtbar sind, ne? Wenn die da durch die Gegend, die stehen ja nicht irgendwo nur in der Garage rum. Da bin ich absolut bei dir. Also ich finde das immer faszinierend, was ein Kunde mal von mir gemacht hat. Es ist kein großer Kunde gewesen, sondern es war ein sehr spannender Kunde, weil er sagte, ich habe so viel schon mit dieser komischen Karte, ich besitze eine Karte mit 4 Seiten. Die erste heißt, warum sollte dein Geschäft existieren? Dann kommt die 4 großen Fragen. Was hat der Kunde davon? Schaffen wir das auch? Oder wie machen wir das für den Kunden? Womit verdienen wir Geld? Und haben wir auch die Menschen, die das können? Und dann kommt hinten die Canvas und so weiter rein. Und er sagte, es ist erstaunlich, ich habe nur diese 4 Fragen an mein Whiteboard gehängt und seitdem muss jedes Projekt diese 4 Fragen beantworten. Mhm. Und das wäre ja genauso bei Kundenrückgewinnung. Bevor ich da ein Riesenprojekt starte, muss ich sagen, okay, wie hängt das denn bitte mit meinem Geschäftsmodell zusammen? Genau. Ja. Das heißt, er sagte, du glaubst gar nicht, ich meine, eigentlich bin ich sauer. Das war wahrscheinlich die preiswerteste Beratung, die ich je geliefert habe. Ihm nämlich eine gelbe Karte in die Hand gedrückt. Das und er sagt, Gefühl kenne ich, ja. Ich meine, wie absurd ist das? Nur weil er sagt, weil jetzt immer in jedem Investment Proposal diese 4 Fragen vorkommen, sagt er, ist die Qualität schon besser geworden? Mhm, klar. Ja, und das ist ja genau. Ja, wenn ich einfach eben nicht dem nächsten Schlagwort hinterherlaufe, sondern überlege, welches Geschäftsmodell habe ich heute? Da ist ja auch drin, welches Kundensegment, wie viele Kunden habe ich. Mir dann eben überlegen, macht es dort Sinn? Wenn ja, wie? Also ich bin ein Riesenfan, wenn ich nicht meine Kunden komplett verarscht habe, dass ich einfach eine Beziehung habe über einen guten Marketing, Storytelling. Aber ich muss auch was Gutes zu erzählen haben. Das genau. Ist ja auch noch wichtig. Also bitte jetzt nicht, ich habe ein Produkt lanciert, sondern was hat der Kunde? Also ich lese mit Freude von Grinner Erdschrauben, der Newsletter. Ja. Ich meine, wie absurd ist das? Temporäre Erdbefestigung mit Schrauben. Mhm. Aber die haben so schöne Geschichten, wie so Kühlschmiermittel. Was wurde schon alles, welche Gebäude wurden alles schon in die Welt festgeschraubt? Mhm. Und sie kommen immer mit so Sachen, wo sie selber überrascht waren, dass das möglich war. Cool. Also zum Beispiel ein Klassiker ist, die Hörnli-Hütte am Matterhorn musste saniert werden. Das dauert ein paar Jahre. Ja, was macht man mit den armen Bergsteigern, die da aufs Matterhorn hoch wollen? Ja, da hat man Zelte aufbauen wollen oder so temporäre. Und die Frage war, wie kannst du die in dem Sturm, wir haben ja jetzt wieder gelernt, wie heftig die Stürme dort oben sind, die sind ja tödlich. Ja. Wie befestigt man was? Und sie hatten gesagt, ja, wir hatten gedacht, wir brauchen eine Woche, um diese 20 temporär Unterkünfte zu befestigen. Und die Geschichte lautete, natürlich schönste Fotos, ja, vor dem Matterhorn. Und sie so, wir haben einen Tag gebraucht. Da war alles fertig. Cool. Ja. Und für alle, die zeitkritisch bauen, haben da verstanden, wenn ich also
nicht ein Fundament aushebe, es lange trocknen lassen muss oder es ausbetonieren muss, trocknen lassen. Vielleicht ist die Schraube gar keine schlechte Methode. Ja, und das ist Storytelling. Ich erzähle die. Ich, der wirklich nichts mit Erdschrauben im Leben am Hut hat. Die Frage ist, warum erzählst du es mir? Weil ich noch gar nichts mit Erdschrauben. Aber ich kenne es mal. Doch, Job to be done. Also wir hatten den Herrn Trinner hatten wir ja schon mehrmals, der eben nicht Produkte erfindet, sondern ungelöste Aufgaben. Auch hier wieder Eberhard lässt grüßen, der Bauer. Trinner war auch Bauer und hat sich gefragt, wie kann ich besser Zäune aufbauen? Und hat er die Erdschraube erfunden. In diesem Sinne würde ich sagen, kommt alles wieder auf den Bauernhof zurück, Patrick. Das hat wieder sehr viel Spaß. Auf unternehmerisches Denken. Okay. Es ist eben nicht so zu einer Mode hinterherlaufen, wie Kundenrückgewinnung, sondern wer bin ich? Wo passt das rein? Macht das Sinn? Ja, nein. Und dann konsequent innerhalb dieser Strategie bleiben. Das finde ich doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Freitag. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf kommende Woche und wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin. Vielen herzlichen Dank und freue mich auch aufs nächste Mal. Danke dir, Jörg. Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.